Hallo und herzlich willkommen zu Passives Einkommen mit Peer-to-Peer-Krediten. Dieses Video ist wie immer eine Visualisierung meines Blogartikels und enthält die gleichen Inhalte. Wenn du lieber liest, findest du den Link zum Artikel unter diesem Video. Und damit viele Grüße aus meinem temporären Jungle Office in Thailand und herzlich willkommen zur nächsten Plattformvorstellung. Bevor es in 2 Wochen mit Kolja ins Baltikum geht, um einige Peer-to-Peer-Plattformen zu besuchen, wollte ich dir noch meine neueste Errungenschaft vorstellen. Und zwar die Plattform Peerberry. Ich bin ein ziemlich großer Fan der Plattform dort, auch wenn mir bewusst ist, dass ich natürlich einen Baltikum-Überhang habe. Jedoch überwiegen mir die Vorteile dort noch zu sehr, als dass ich groß auf Länder oder anderen Plattformen in anderen Ländern investieren möchte. Das Baltikum bleibt für mich das Capital der Peer-to-Peer-Branche und daher ist ein hoher Anteil dort in meinen Augen für mich persönlich absolut okay. Das kann bei dir natürlich vollkommen anders aussehen. Ja, aufgrund des Bilds ein kleiner Fakt am Rande aufgrund meines Aufenthalts hier. Ich bin nun seit 2015 Peer-to-Peer-Investor, habe immer fleißig investiert und mittlerweile reichen die Ausschüttungen rein rechnerisch, um mir regelmäßig 1 bis 2 Monate Thailand auf ganz gutem Niveau zu gönnen. Meine ganzen anderen Investments zählen hier übrigens nicht zu. Nach 3 Jahren mit moderatem Investment finde ich das schon ziemlich beachtlich. Und das soll für dich eigentlich nur eine kleine Motivation am Rande hier in der Einleitung sein. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema dieses Videos. Die Peer-to-Peer-Plattform Peerberry. Euch wird nicht entgangen sein, dass der Wurf an neuen Plattformen im letzten Jahr deutlich zurückgegangen ist. Das liegt nicht daran, dass das Interesse weniger wird, sondern zum Teil auch an der immer strengeren Regulierung der Plattform, was am Ende aber nicht negativ für uns sein sollte. Eine der Plattformen, die es dennoch auf den Markt geschafft hat, ist Peerberry mit Sitz in Riga und hinter der die seit 2009 tätige Aventus Group sitzt. Die neue Plattform setzt ebenso wie Via Invest, Robocash etc. vollkommen auf die Rückkaufgarantie in Verbindung mit kurzlaufenden Krediten. Die Buyback-Garantie greift nach 60 Tagen Überfälligkeit, was schon fast wie eine Ewigkeit erscheint. Investieren kannst du, sofern du in der EU wohnst und mindestens 18 Jahre alt bist, aber es soll wohl hier auch möglich sein, aus einigen Ländern außerhalb der EU anzulegen, zum Beispiel hier aus Asien. Bei der Registrierung fragt die Plattform nach deiner Passnummer bzw. Identifikationsnummer, welche du vorliegen haben solltest, falls du investieren willst. Und natürlich würdest du die Plattform nicht auf meinem Blog finden, wenn sie nicht vollständig automatisierbar wäre. Auch Peerberry bietet einen Auto-Invest wie Mintos und Co. an und du kannst dich wie gewohnt zurücklehnen und deinem Geld beim Wachsen zuschauen. Wobei meine Empfehlung natürlich ist, das aktive Zuschauen sein zu lassen. Aber warum ist Peerberry eigentlich für mich interessant? Ich meine, ich habe ja jetzt schon einige Plattformen. Aber auch wenn ich aufgrund meiner gesamten Asset-Allokation und meinen parallelen Investments in anderen Klassen nicht alle Plattformen zeitgleich und gleich stark bediene, ist es doch mein Ziel, mein Portfolio langsam und Stück für Stück zu erweitern. Ins Haus kommen mir dabei nach meinem Crossland-Reinfall nur noch komplett automatisierbare Plattformen. Wenn die Plattform eine Rückkaufgarantie hat, nehme ich die gerne mit. Eine Vorgabe für mich persönlich ist es aber keinesfalls. Der Vorteil daran, früh und mit wenig Kapital in die Plattform einzusteigen, ist aus meiner Sicht der, dass man die Entwicklung sehr gut mitbekommt und sich mit den Funktionen hin und wieder auseinandersetzen muss. Das gibt Sicherheit und Erfahrungszuwachs für Investments in einem höheren Rahmen. Auf Peerberry treffen alle meine Vorgaben zu und zudem gibt es hier noch eine attraktive Rendite zu holen, die zum Beispiel deutlich über der von Via Invest liegt. Zumindest bei meinem Portfolio. Für mich also Grund genug, die Plattform ein bisschen tiefer gehen zu testen und meine ersten Euros dort unterzubringen, was, wie du siehst, hier schon passiert ist. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, von meinen Erfolgen oder auch Misserfolgen kostenfrei zu lernen und aus weiter Entfernung eine Investmententscheidung für dich zu treffen. Die Kontoeröffnung bei Peerberry war übrigens denkbar einfach. Gewohnt schnell und ruckzuck war Investor Nummer 1344 geboren. Das zeigt auch, dass die Plattform gegenüber zum Beispiel Estate Guru mit fast 10.000 Investoren und dem Riesen Mintos, ich glaube, die haben fast 50.000 inzwischen, noch geradezu winzig ist. Vielleicht mal als kleines Experiment, falls du dich registrierst, schreib doch mal deine Investorennummer
unten in die Kommentare, wenn du Lust dazu hast. Denn damit dürfte man anhand des Kommentarverlaufs schön das Wachstum mit der Zeit mitbekommen. So, das Konto ist also eröffnet und der Spaß kann beginnen. Nach erfolgreicher Registrierung bekommst du eine Bankverbindung der Swedbank mit einem spezifischen Verwendungszweck, auf den du Geld überweisen kannst. Wenn du bereits Peer-to-Peer-Investor bist, kennst du das Verfahren bereits von anderen Plattformen. Ich persönlich lege mir hier immer gleich eine Auftragsvorlage in meinem DKB-Konto an, damit ich mit einem Klick Geld auf mein Investorenkonto bekomme oder schnell Daueraufträge einrichten kann, welche ich persönlich aber für meine Investments eher nicht nutze, da mein Investitionsbetrag und die Verteilung auf die verschiedenen Assets jeden Monat bei mir neu berechnet wird. Somit spare ich mir quasi das jährliche oder zweijährliche Rebalancing, aber hier muss jeder selbst seinen Weg finden. Aber schauen wir uns mal die Rendite von PeerBerry an. Zum Zeitpunkt des Artikel-Release bietet die Plattform Kredite mit 12% Verzinsung an, was auf dem Niveau von Swapper exklusive dem Loyalty-Programm liegt. 12% mit Rückkaufgarantie sind natürlich schon eine Ansage und das kann man wohl mal mitnehmen. Die angebotenen Konsumentenkredite stammen derzeit ausschließlich aus Polen und der Tschechischen Republik. Ob die Kredite auf der Höhe bleiben oder eher niedriger oder vielleicht noch höher werden, vermag ich noch nicht zu sagen. Du wirst es aber allerspätestens im nächsten Review erfahren, denn dann sollte ich die ersten Monate als Investor hinter mich gebracht und ordentlich Erfahrung gemacht haben. Und hoffentlich auch ein bisschen Geld abkassiert haben. Schauen wir uns doch mal das automatische Investment an. Das Auto-Invest-Portfolio von PeerBerry ist ziemlich simpel. Auch wenn komplett in englischer Sprache gehalten, solltest du innerhalb weniger Minuten in der Lage sein, dein Geld passiv zum Laufen zu bringen. Über die Schaltfläche Auto-Invest in der Navigationsleiste erstellst du ein neues Portfolio. Danach gibst du ein paar Parameter zur Steuerung ein, die ich dir im Folgenden aufliste. Maximum Investment in One Loan. Der maximale Betrag, den du in einen Kredit investieren möchtest. Der Mindestanlagebetrag auf PeerBerry beträgt übrigens 10 Euro. Die Interest Rate. Der Zinsbereich, in dem du investieren möchtest, ich habe hier 10-14% angegeben. Remaining Loan Term. Die verbleibende Kreditlaufzeit in Tagen. Remaining Principal Amount. Der verbleibende Kreditbetrag. Do you want to reinvest? Die Frage danach, ob du deine Kredite reinvestieren willst, beziehungsweise die Rückflüsse, nicht die Kredite. Loan Status. Die Frage danach, ob du in bereits verzögerte Kredite investieren möchtest oder nicht. Solange es die Buyback-Garantie gibt, eigentlich erstmal egal. Country. Hier kannst du auswählen, in welchen Ländern du investieren möchtest. Momentan stehen hier, wie gerade gesagt, Polen und Tschechien zur Verfügung. Die Buyback-Garantie. An- und Abschalten der Rückkaufgarantie. Wobei momentan kein Kredit auf dem Markt ist, der die Buyback-Garantie nicht hat. Ja, hast du die Parameter vergeben, sollte dein Geld innerhalb eines Tages investiert werden, sofern das Kreditvolumen der Plattform passt. Und bisher scheint es hier auch keine Probleme zu geben. Und ist die Summe natürlich noch ziemlich klein. Es wird natürlich dann interessant, wenn man 10.000 Euro oder vielleicht auch mehr investiert. Kommen wir mal zu den negativen Dingen, die mir auf der Plattform aufgefallen sind. Wie immer bei einer neuen Plattform steckt alles noch in der Entwicklung und wird sich innerhalb der nächsten Monate wahrscheinlich noch verändern. Auf den ersten Blick sind mir aber wesentlich weniger Kinderkrankheiten aufgefallen, wie es bei manchen Plattformen, zum Beispiel bei Viventor damals war, und auch noch Monate nach dem Launch. PeerBerry scheint seine Hausaufgaben hier also ganz gut gemacht zu haben. Eine Hürde für viele Investoren wird sicher die englische Sprache sein, das weiß ich aus der Community und aus vielen Nachrichten, auch wenn es jetzt für dich vielleicht nicht aktuell ist. Anders als bei Flender bin ich mir bei PeerBerry jedoch sicher, dass die Übersetzung schnell kommen wird, sofern die Plattform genug deutsche Investoren hat. Es ist sogar schon fast Standard bei den meisten baltischen Plattformen geworden. Deutsche Investoren sind inzwischen eine Macht und die können sie nicht vernachlässigen. Also einfach keine Angst davor und ab die Post. Übrigens, die Aventus Group ist der einzige Darlehensanbahner von PeerBerry und sichert somit alleinig die Rückkaufgarantie ab. Das könnte sich im Falle von Zahlungsschwierigkeiten als problematisch erweisen. Allerdings ist die Aventus Group kein Newbie in dem Geschäft und weiß vermutlich, was sie da tut. Dennoch sollte es nicht unerwähnt bleiben. Aber du weißt ja eh,
niemals mit Geld investieren, was du zum Leben brauchst. Ansonsten bin ich mit dem ersten Eindruck der Plattform wirklich zufrieden. Ein Knackpunkt werden bestimmt nochmal die Kontoauszüge werden. Hier erfinden die meisten ja die tollsten Sachen. Am besten wäre eine Bescheinigung, wie sie Mintos, Twino und ich glaube auch einige andere inzwischen bereitstellen. Momentan sieht mir das aber eher nach einem ähnlichen Konzept wie bei Via Invest aus, was generell erstmal kein Problem ist. Anders würde es mir jedoch besser gefallen. Hier sieht man zum Beispiel auch gerade, dass die Rückkaufgarantie scheinbar schon einmal bei mir gegriffen hat. Ja, kommen wir zum Fazit, zum vorläufigen Fazit von PeerBerry. Die neuen Plattformen werden in meinen Augen von Beginn an immer besser. Viele haben aus der Erfahrung von den etablierten Anbietern gelernt und stellen von Beginn an ein ordentliches Angebot zur Verfügung. Für dich als Investor erleichtert das somit immer mehr den Einstieg und du wirst in Zukunft viel weniger mit den kleinen Problemchen zu kämpfen haben, die bis vor einiger Zeit noch Standard waren. PeerBerry gefällt mir auf den ersten Blick sehr gut und du findest die Plattform daher ab sofort auch in meiner Plattformliste. Ein einfaches und schlichtes Interface, ein schnell eingerichteter Auto-Invest und blitzschnelle Überweisung. Hier an der Stelle vielleicht mal ein kleiner Gruß an Estate Guru, bei denen es vielleicht irgendwann mal nötig wäre, sich die Website ein bisschen genauer anzuschauen. Ja, das Ganze für ganz genau 0,0 Euro Kosten. Was will man mehr? Mehr Rendite? Ja klar, das wäre was. Aber auch hier ist PeerBerry, zumindest momentan, eher am oberen Ende als am unteren zu suchen. Und seien wir mal ehrlich, beim Peer-to-Peer-Investment brauchen wir uns nicht wirklich zu beschweren, solange es so gut läuft wie in den letzten Jahren. Für weitere Informationen bietet sich auch immer die FAQ an. Die FAQ ist aber im Falle von PeerBerry noch relativ dünn. Aber immerhin besser als nichts. Ich denke, hier wird sich auch noch einiges in nächster Zeit tun. Ich hoffe, dir hat mein erstes Plattform-Review von PeerBerry gefallen. Und wenn du investieren möchtest und meinen Blog und die Erfahrungsberichte unterstützen möchtest, würde es mich natürlich freuen, wenn du zur Anmeldung den Link in meinem Blogartikel nutzt. Und nun bin ich auf deine Erfahrung gespannt. Bist du schon bei PeerBerry investiert? Und wenn ja, wie ist deine Meinung zur Plattform? Schreib es unbedingt in die Kommentare auf meinem Blogartikel. Das war's für heute. Schön, dass du dabei warst. Es würde mich zusätzlich richtig freuen, wenn du mir auf Facebook folgst und auch Mitglied meiner Community wirst, die immer weiter wächst. Alle für dich nützlichen Links findest du unter diesem Video oder natürlich im Blogartikel direkt.